Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA 4. Beim letzten Mal war ich ja damit beschäftigt, mit einem Ford Taurus in Clockwork Mount beschäftigt zu sein. Und ja, eigentlich muss ich ehrlich sagen, die letzte Aufnahme war schön ruhig, nicht zu viel Probleme. Und ja, ich werde es jetzt irgendwie wieder wechseln. Natürlich, ich stehe nicht darauf. Bei mir muss die ganze Zeit Crashes kommen. Irgendwelche Kollegen müssen mich die ganze Zeit rammen. Und vor allen Dingen, irgendwelche Leute wollen mich natürlich die ganze Zeit erschießen. Komplett normale Sachen. Aber Leute, dieses Mal fahre ich einen Dodge Ram. Und ich wollte euch nicht wieder mit Clockwork Mountain belästigen. Deswegen bin ich in Alderney klein wenig aktiv, weil in Alderney hat es ja nicht so ziemlich, zumindest so viel ich weiß, eigentlich, obwohl, eigentlich in Brogo hat es, okay, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, nicht, wo die, wo pure Natur ist, also keine Straßen, keine Gebäude, solche Sachen, aber das ist jetzt auch egal. Ich habe jetzt erstmal da unten Shootout, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gesagt habe, und Leute, dieser Dodge Ram hat ein ganz geiles Feature, und zwar, ist das nicht nett? Und zwar, dieser Dodge Ram ersetzt die Polizeistockade, was ich ja auch schon mal so geil finde. Und jetzt hört euch mal den Sound an. Ich würde euch ganz einfach empfehlen, tut euch selber einen Gefallen und tut dieses Fahrzeug einfach unter Police Patriot oder... Ich glaube, es wird eigentlich anders genannt, aber im Trainer heißt es Pole Patriot, also diese Loose Patriot. Den würde ich euch halt eben empfehlen und schön zu sehen, dass hier jeder Kopf schon tot ist. Mal im Ernst, was zum Teufel. Muss ja auch zugeben, hier werden ziemlich viele Gegner eigentlich gespawnt, aber trotzdem. Die Polizei ist hier jedes Mal hoffnungslos unterlegen, von den Zahlen her. Und würde die Polizei sich vielleicht mal ein bisschen mehr anstrengen und das hier gerade eben machen, was ich hier mache, und zwar in Deckung gehen, würden die nicht so oft sterben, nur mal so als Tipp. So. Und ja, Leute, diesmal verwende ich wieder den Nuskin, aber der Hauptgrund ist natürlich, um diese Sturmgewehre hier wieder zu benutzen. Einmal die MP5, falls ja kein Sturmgewehr ist, weiß ich, ich sag's jetzt nur nochmal. Und noch die M16. Im Spiel ist es ja eine M4, aber jetzt ist es eine M16. So, sind wir jetzt mal bitte bald fertig, wenn's geht. Ja, du jetzt auch noch. Ist das hier eigentlich eine ganze Gang, die sich so verkämmt? Oder ist es jetzt ein ganz kleiner Teil von der Gang? Also, wenn ich jetzt nach GTA 4 gehen würde. In ein paar Missionen schaltet man einfach mal so 20, 30 Leute aus. So. Ah, ja, ich bin gerade eben ausschlau. Ich denke mir so, komm schon. Wie wäre es, wenn du jetzt dich auferstehst, mehr oder weniger. Aber diese Charaktere laufen ja die ganze Zeit so geduckt. Was ich hier auch so geil finde. So. Und das Einsteigen bei dem Fahrzeug ist auch so interessant. Also im echten Leben würden die sich so jedes Mal die Stirn anhauen. Und glaubt ihr, mithelfen würde das auch wehtun. Aber jetzt erst mal kurz schauen, was gibt's hier denn so Schönes? Mugging, ja, sehr toll. Oh, das, ja, darauf stehe ich auch. Oh, ja, Prank Calls, ja. Das hört sich doch schon besser an. Code Feuer. Shots fired. Drug Progress. This is not your lucky day, huh? Okay, okay. Ma'am, bitte halten Sie mal ganz kurz an. Ich muss jetzt mal nachchecken, ob Sie betrunken sind. So, dass er erstmal ausschalten. Okay, sie will wohl fliehen aus irgendeinem Grund, aber ich kann sogar verstehen. Ne? So, jetzt komm schon, rechts anhalten. Oder bleib einfach mitten auf der Straße stehen. Glaubt mir, Leute, wenn euch zukünftig die Polizei anhält, macht's einfach so. Ihr werdet gar keine Probleme bekommen. Warum wartet... Warum können die nicht dann einfach gleich wegfahren? Nein, da muss ich erst aussteigen, damit sie dann wegfahren. Von mir aus. Aber dieses Mal ist es sogar begründet, dass sie abhaut. Und zwar, ich hätte sie unglaubliche $60 abverlangt. Ich weiß, Leute, das ist wirklich schrecklich. Aber ich muss hinzufügen, mir hinten reinzufahren, eine Laterne umzufahren und allgemein einen Scheiß drauf geben, was mir macht. Kann sein, ich froh sein, dass sie nicht... Sie irgendwie
in ein paar Gitterstäbe bringen oder erstmal nachgucken, ob sie was getrunken hat, weil das ist nicht mehr normal. So, das erstmal ausmachen und das an. Oh ja, bitte, fahr die ganze Zeit im Kreis. Darauf habe ich gerade wirklich Bock. Oh, sie fährt wenigstens zurück. Oh, Missing Textures, bitte. Vielleicht werde ich sogar gleich so gemeinsam dann eines dieser Fahrzeuge da unten nehmen. Weil das Schwarze gefällt mir gerade ziemlich arg. Also ich meine in der Challenge. Das würde sich sonst ein bisschen komisch anhören. So, komm schon. Das ist eh keine Chance. Okay, sie landet. Willst du mich erschießen? Nein, das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt. Warum bist du denn überhaupt geflohen? Das kann ich jetzt nicht verstehen. Okay, dein Wunsch wird jetzt erstmal erfüllt und zwar du kommst jetzt erstmal für eine ganz kleine Zeit hinter Gitter. Viel Spaß. Ach Gott, ich soll echt aufpassen, wo ich hinfahre. Mehrmals, Part 600. Pass endlich mal auf, wo du hinfährst. Also ich. Aber hoffentlich wird es jetzt da rechts oben nicht crashen, wenn ich da entlang fahre, weil... Aus irgendeinem Grund liebt das Spiel, sich weiter vorne sich aufzuhängen. Ich weiß jetzt eigentlich noch nicht mal genau warum, aber vielleicht hat es schon ein klein wenig damit was zu tun, weil so viele Fahrzeuge gemoddet wurden. Oder vielleicht auch nicht und das ist alles nur eine Einbildung. Ich werde jetzt erstmal dieses Fahrzeug anhalten. Oder sogar das da vorne. Also, okay, dann halte ich die... Obwohl, komm, bitte fahr wieder rein, bitte fahr wieder rein. Okay, ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Fehler. Was zum Teufel? Ist nur der Typ hinter mir? Verdammt nochmal. Aber ich könnte eigentlich diesen Van hier mal anhalten. Das habe ich auch schon seit einer kleinen Ewigkeit nicht mehr getan. So, komm schon, Kollege. Mal kurz raus. So. Jetzt mal kurz nachsehen, wie es denn so geht. Wenn ich gleich erschießen will oder abhauen will. Warum? Wirklich? Der Bus, also. Genau, fahr weiter so. Kollege, bitte steig jetzt ein. Ja, ich werde jetzt gleich ein ziemliches Problem kriegen. Eher gesagt, er wird jetzt gleich ein Problem kriegen. Oh. Danke. Mitten auf so eine Fahrbahn sich mit einem Bus umzudrehen. Meine Nerven. Oh Gott, meine Nerven. Ich würde... Nein, nein. So. Meine Fresse. War das jetzt wirklich notwendig, mich so zu blockieren? Ich glaube ja nicht. Und Domestic Disturbance habe ich jetzt wirklich keine Lust darauf. Jetzt ist der Typ entkommen, weil der Typ namens Busfahrer mir unbedingt den Weg blockieren musste. Danke. So, komm schon. Erstmal du rechts ranfahren. Danke. So, wie sieht's denn mit dir aus? Du willst nicht abhauen. Hey, ugly. Walk away. ID papers, please. No! Thank you. Mandolin Beard. Okay. Wenn es so weitergeht, wird der Busfahrer oder allgemein die Busse in Liberty City zum Feind. Das ist schon langsam abnormal, was die hier abziehen. So. Mandolin Beard. Okay, ich meine, die hat gerade eben nicht eine allzu saubere ID, aber wenigstens nicht einer dieser komischen IDs, falls ihr wisst, was ich meine. Also genau diese IDs, die überhaupt nicht aufs Alter vom Aussehen her zutreffen und allgemein ganz nett und sauber sind, genau diese Sache. Warning. Warte mal, habe ich F10 gedrückt? Ich glaube, sie gibt sowieso einen Scheiß darauf, also lass ich sie einfach mal weglaufen. So, Tür zu machen und hier M oder Alt und M.
Oh, ich wollte dich nicht unterbrechen, okay? Er hat gar keine Waffe in der Hand. Und macht trotzdem diese Animation. Oh Gott. Aber nun ja, ich mache auch diese Animation, wenn ich nicht direkt eine Waffe in der Hand habe. Oder ich halt ganz komischerweise die Pistole, obwohl es noch nicht mal richtig geht, mit zwei Händen fest. Aber in so einer Art, wo man eigentlich nicht direkt die Waffe mit der zweiten Hand hält, also so etwas in der Art. Oh Gott, die weiße Limo würde ich jetzt so gerne anhalten, aber jetzt lass mir den violetten BMW. Muss jetzt. Nein, 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 dort kann ich nicht hin. Bitte, nimmt mal klein wenig Rücksicht, oder ich werde mal zukünftig deswegen entweder eine Haftstrafe aufbüßen oder einen Strafzettel. Ich weiß nicht, wie ich dann drauf bin. So, und zwar mal... Ach, verdammt nochmal. So, ja, Speeding, Speeding. You have any idea how fast you were driving there? Taxis? Ich liebe die einfach. LCPD, show me your ID. Das ist so eine Antwort. Brian Gomez. Ja, das ist wieder so eine ID, wo ich mich wirklich frage, ob die wirklich stimmt. Aber okay. Gleich werde ich natürlich was Weltschockierendes rausfinden, und zwar, dass der noch nie was begangen hat und nur einmal von der Polizei angehalten wurde. Aber jetzt, seht ihr, was ich meine. Nicht normal. Nicht normal. Nein, hier einsteigen. Sehr gut. Muss ich mal kurz schauen, was da dran steht. Oh, das sind Knöpfe. So. Brian. Und ich bezahle. Gomez. Seht ihr, was ich meine? Das perfekte Beispiel. Und ich bin jetzt mal ein ganz verrückter Vorausseher und sage, dass die Person nicht abhauen wird. Und ich werde schon fast darum, aber ich mach's mal lieber nicht. So. Seht, was ich meine? Es ist jedes Mal das Gleiche. Bei dieser bestimmten Idee, die wehren sich nicht, die machen gar nichts. Und allgemein, ja. Kann man doch... Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich den Busfahrern hier im Allgemeinen angetan habe, aber okay. Aus irgendeinem Grund brauchen hier ein paar Busfahrer mal eine Lektion. Aber jetzt nicht eine böse Weise, sondern einfach, komm raus, komm raus. Erschießen kann ich ihn jetzt erstmal nicht. Er hat mich nicht dazu genug genervt. Also verschwinde ich. Okay, der wird schön entkommen. Schön angucken, dass er nicht entkommt. Jetzt. Ich werde jetzt mal klein wenig in First Person fahren. Okay, hier drin hört sich der Sound noch viel komischer an. So, Prius, jetzt kommen wir mal kurz zu dir. Okay. Willst du wegfahren? Nein, okay. Obwohl, dieses Mal hat es ja sogar einen Grund. Warner Sosa. Mir gefällt der Nachname. Sosa. Okay, bin ja jetzt mal gespannt, welches Gewinnspiel ich hier rauskriegen werde mit dem Namen. So. Warner Sosa. Oh! License date revoked. Warrant for arrest, yes. Oh, 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 oh. Hätte er mich nur nicht gerammt, dann hätte ich ihn sogar in Ruhe gelassen. Ja, scheiße für ihn. Oh, er flieht sogar. Also ich würde wirklich sagen, im echten Leben wäre der eigentlich schon längst tot. Komm schon, steig einfach ein und überspringen wir diesen Prozess mit groß um drum laufen und hat eben ein halbes Jahrzehnt brauchen. So, jetzt mal das hier anmachen und das hier. Also mir würde hier gerade die First Person ziemlich mehr gefallen, wenn erstens das Tacho nicht so komisch wäre. Also ich bin gleichzeitig auf 0
auf 4 und auf 8 und gleichzeitig auf 0, 80 und 160 miles per hour. Verdammt noch. Wow, der ist da hinten. Oh Gott. Ja, aufpassen. Das sollte ich wirklich auf das. Ah, er ist ausgestiegen, oder? Ja. Sosa, Sosa, Sosa. Oh. Das ist tatsächlich weh. Nein, nicht überfahren. Also wirklich. So. Hände hoch. Ganz einfach. Und jetzt fällt es mir erst auf, dass sie eigentlich eine Sirene hatten. Ne, hatten sie eigentlich gar nicht. Dann wundert es mich eigentlich, dass sie gar keine Schaden davon getragen haben. Oder die hatten eine Sirene. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. So, komm schon, einsteigen. Also Leute, das war jetzt erstmal eine weitere Aufnahme von GTA 4. Und glaubt mir mal eins, ihr tut euch wirklich selber einen Gefallen, wenn ihr das nicht mit dem Banner setzt. Also, bis später.